Zehn Brüder seien mir gewesen, haben mir gehandelt mit Lein. Einer ist von uns gestorben, seien mir geblieben, nein. Nein, Brüder seien mir gewesen, haben mir gehandelt mit Fracht. Einer ist von uns gestorben, seien mir geblieben, acht. Schmähle mit dem Fiedele, Tänge mit dem Bass. Das Lied, mit dem ich Sie soeben begrüßen durfte, trägt den Titel Zehn Brüder. Es ist ein jiddisches Lied. Um mich herum wütete der Erste Weltkrieg. Für mich jedoch liefen die Dinge gut. So fand ich mich 1918 als habilitierter Doktor der Medizin wieder, der mit der Leitung... Und nun werden Sie die Wahl meines ersten Liedes am heutigen Abend verstehen, nach den Nürnberger Rassengesetzen als Vierteljude galt. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Als sich die Alliierten Talwitz näherten, fuhr ich höchstpersönlich in Begleitung des Dorfpfarrers in einem kleinen Fiat Topolino nach Wurzen zum amerikanischen Oberkommandeur, um die rasche Besetzung von Talwitz und die Befreiung der Klinik vorzuschlagen. Da die neue Zeit auch neue politische Überzeugungen verlangte, verschwieg ich meine Mitgliedschaft in der NSDAP und wurde Mitglied der SED. Die neue Zeit und der Polit ist jetzt befreit. Die Krise fasst das Kapital. Der Bolschewismus steht wie Stahl. Sibirien mit Turkestan verbindet eine Eisenbahn. An Baumwoll hat der Norden Not. In der DDR fielen mir einige Erfolge zu. So wurde ich als Professor an die Humboldt-Universität zu Berlin berufen. Die DDR verlieh... Es hieß, ich unterliege Einflüssen aus dem kapitalistischen Ausland und sei daher zu einem Unsicherheitsfaktor für den Aufbau des ersten Arbeiter- und Bauernstaats auf deutschem Boden geworden. Ich war Sänger, Mediziner, Jude, Nazi, Kommunist, Konformist und Wohltäter. Ich wollte mich stets für die Menschen einsetzen und musste dafür manches Mal die Augen verschließen. Was tut man, um sich für Menschen einzusetzen? Und an welcher Stelle ist es recht? Sprichst allweil von Lieb, sprichst allweil von Treu und ein bisschen Falschheit ist auch.